Gemeint ist in diesem Video Bärwalde in der Gemeinde Niederfleming im Südwesten Brandenburgs und nicht das Reichsbürgerschloss Bärwalde in der sächsischen Gemeinde Boxberg. Bereits die Slawen legten nahe Bärwalde im Frühmittelalter einen Burgwall an, der allerdings 500 Meter von der heutigen Burg entfernt ist. Im 10. Jahrhundert errichteten sie dann eine weitere Wallanlage, auf der im 13. Jahrhundert die von einem Wassergraben umgebene Niederungsburg errichtet wurde, die zusätzlich durch das Feuchtgebiet des Schweinitzer Fließes geschützt war. Ob es die brandenburgischen oder sächsischen Herrscher oder das Bistum Magdeburg war, das die Burg errichten ließ, ist nicht geklärt. Fest steht, dass die Herrschaft Bärwalde als Ländchen Bärwalde bis ins 19. Jahrhundert eine brandenburg-preußische Exklave in Sachsen war. 1375 wurde die Burg erstmals als Feste erwähnt. Herrschaft und Burg waren zunächst im Besitz verschiedener Adelsfamilien, bevor 1745 Sophia Dorothea von Einsiedel die Herrschaft an Joachim Erdmann von Arnim verkaufte. Im Besitz der Familie von Arnim blieb Bärwalde bis zur Enteignung im Jahr 1945. Die Schriftstellerin Bettina von Arnim hielt sich oft in Bärwalde auf. Im 17. Jahrhundert verlor die Burg ihre Bedeutung als Wehranlage und wurde von der damaligen Besitzerfamilie von Leipziger zum Schloss umgebaut. An das Schloss, wie auf diesem Gemälde von 1880, erinnert heute kaum noch etwas. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Schloss auf Befehl der sowjetischen Militäradministration in Deutschland zum Abriss freigegeben, um Baumaterial für die Häuser der Neubauern zu gewinnen. Nur der mittelalterliche Wohnturm aus Raseneisenstein blieb erhalten, da dieses Material nur schwer nutzbar war. Heute existieren von Burg und Schloss Bärwalde außer dem Turm nur noch einige Grundmauern der Kellergewölbe. Außerdem ist noch ein Fragment einer Mauer sowie ein größeres Kellergewölbe erhalten. Ab 1996 wurde die Ruine gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.